Herzlich willkommen, meine lieben Freunde der gepflegten Zelda-Unterhaltung. Wir machen weiter mit diesem wunderbar tollen Spiel, diesem Zelda-Spiel, diesem... Naja, wunderbar toll, so genau weiß ich es eigentlich noch gar nicht. Haben noch keine 2 Stunden gespielt. Ich habe noch keine 2 Stunden gespielt, aber das Spiel ist schon seit 3 Tagen hier irgendwie bei mir, zu Hause. Es ist irgendwie schrecklich. Früher hätte es das nicht gegeben. Aber früher habe ich auch noch keine Let's Plays dazu gemacht. Davon abgesehen ist es ja unter der Woche irgendwie bei mir, erschienen, bei mir in meiner Wohnung erschienen. Es war einfach da, oh mein Gott. Ja, ich habe mich so drüber gefreut und so weiter und so fort. Und unter der Woche muss ich ja immer arbeiten. Aber jetzt habe ich Wochenende und jetzt kann ich ein bisschen spielen und ganz viel laufen mit Link, ganz viel laufen und so eine komische Frucht einsammeln und wieder volle Ausdauer haben. Ja, es ist so einfach. So, wir verfolgen immer noch das wundersame Wesen aus meinem Traum. Ja, wo gehst du denn hin? Du gehst den Abschnitt entlang, den ich mehr oder weniger freiwillig entlang gegangen bin. Das ist interessant. Okay. Wow, wow, wow. Okay. 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 Moment. Ja, du bist mir eindeutig im Vorteil. Hä? Hallo? Oh, du bist das kleine Schnuffelding. Hallo? Oh Gott, bist du süß. Was? Warum zieht man dein Gesicht nicht? Ach du Scheiße! Was ist das? Nein. Was ist das? Warum ist das? Kann ich dich... Ich will dich nicht töten, weil eigentlich bist du ein Schnuffi. Aber okay, du hast es nicht anders... Du hast es nicht anders verdient. So, und das, und das, und das. Ja, fall einfach runter. Fall einfach runter und geh schlafen oder so. Ist doch... Gott. Ich glaube, wir müssen uns gar nicht um dich kümmern. Stattdessen klettern wir jetzt hier mal so entlang. Macht das jetzt irgendetwas, dass ich das Schild... Da unten ist ein großer, gewaltiger Blob. So sieht es zumindest aus. Die Truhe habe ich ja schon geöffnet, also an der Stelle total egal. Macht es was aus, dass ich jetzt das Schwert in der Hand habe? Nicht wirklich, oder? Auch wenn es beim Klettern extrem doof aussieht, um ehrlich zu sein. Aber gut, okay. Wir stecken das Schwert ganz schnell wieder ein, damit man nicht wieder sieht, was ich die ganze Zeit mit der Hand mache, wollte ich sagen. Aber okay, das erübrigt sich. Das erübrigt sich wirklich in dem Spiel. Wir werden das oft genug sehen. Ups, ups, ups. So, wie ich die ganze Zeit hier blöde in der Gegend rumschwinge und mehr oder weniger gekonnt Attacken lande. Zack! Tudu! Ha! Hi! Hu! Es ist wirklich irgendwie... Es macht ja schon Spaß. Aber wie gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass das dieses ganze Abenteuer so viel Spaß machen wird. Ich glaube eher, irgendwann treten bei mir Ermüdungserscheinungen auf. Aber okay, ich lasse mich gerne eines Besseren belehren, Nintendo. Zeigt mir, dass euer Spiel so unglaublich cool designt ist, dass es immer und immer wieder Spaß macht, die ganze Zeit hier so Schnitzel, Schnatzel, Schnutzel, Berzel, Bratzel, irgendwas in der Hinsicht zu machen. Das wäre irgendwie extrem nett. Na gut, okay. Der seltsame Geist geht wirklich original den Weg, den ich auch gegangen bin. Vermutlich einfach nur, weil jetzt das Haupttor von dem Tempel zu ist. Kann das sein? Ich glaube ja schon. Schön, dass ich den Weg aber jetzt sofort, gefunden habe, als ich das Spiel angefangen hatte. Okay, Zwischensequenz. Oder so. Sie haben mich zur Göttinnenstatue geführt oder so. Ich glaube, wir können mittlerweile sie sagen, oder? Es scheint ja irgendwie ein weiblicher Geist zu sein. Zumindest sieht es so aus. So. Hui. Oh. Keine vertraute Erkennungsmelodie? Ich habe mir jetzt so ein irgendwie vorgestellt. Aber gut, okay, dann nicht. Gut. Ja, ich nehme mal an, weil wir jetzt sowieso nichts Besseres zu tun haben, gehen wir da einfach mal rein. Wir gehen da rein und erforschen die Höhle. Oder die Statue der Göttin. Okay. So. Wo bin ich jetzt hier? Oh mein Gott. Was? Wir bekommen so schnell ein neues Schwert? Okay. Hui, hi, wie, was, wo, hä? Hallo. Ich habe dich erwartet. Dich, den von meiner Schöpferin Auserwählten. Fei. Das ist der Name, den man mir gab. Also wir nennen sie jetzt Fei, oder? Nicht Pai oder so. Nein, Fei. Fei klingt ein bisschen melodischer tatsächlich. Deswegen. Oder Fai oder... Nein, Fei. Fei ist... Oder Fei? Nee, Fei. Fei ist okay. Ich komme von jenseits der Zeit, aus einer fernen Vergangenheit, um dir dein Schicksal anzutragen. Dies ist der Zweck meines Daseins. Nimm nun das Schwert in die Hand, mein Gebieter Hering. Oh, ich bin ihr Gebieter. Hurra! Ja.
Ein geheimnisvoller Traum, mein plötzliches Erscheinen, die Angst und Sorge um deine Freundin. Wenn ich deine Lage analysiere, verwundert mich deine Reaktion nur wenig. Ja, sie bringt es auf den Punkt. So lass mich dir etwas sagen. Meine Worte sind dazu angetan, deine Stimmung zu heben. Ach was. Das Mädchen, das du suchst. Zeldas Leben ist nicht verloren. Oh mein Gott. Ja, alles andere wäre auch doof gewesen, ne? Diese heilige Maid, Zelda und dich, euch erwartet ein großes Schicksal. Wenn du sie wiedersehen willst, so nimm das Schwert in die Hand. Okay. Wie fühlst du dich? Bist du bereit für diese Aufgabe? Ja, klar. Gib Schwert her. Was, wie, wo? Hä? Mehr Worte scheinen mir von keinem Nutzen zu sein. Ich werde dir, dem Gebieter des Schwertes, folgen. Zücke es nun und strecke es himmelwärts. Oh yeah, okay. Dup, dup, dup. Untersuchen. Ausrichten? Ausrichten. Was denn ausrichten? Was, wie, wo? Zack. Herausziehen. Und bei der Macht von Grayskull! Ich habe die Kraft! Es tut mir leid, es ist so ein platter Spruch. Ich will nicht wissen, wie viele Let's Player jetzt tatsächlich diesen Spruch auch gebracht haben bei genau der Szene. Ach, ist es egal. Du hast das Schwert der Göttin erhalten. Dieses legendäre Schwert ist erfüllt vom heiligen Licht der Göttin. Cool. Heiliges Licht, heiliges Schwert, hurray, hurra. Ist wie ein Sechser im Lotto. So ist es gut, Gebieter. Mein Gebieter. Irgendwie kommt es mir ja schon komisch vor. Hering. Hering. Wer auch immer. Hering, ja, ja. Kann es denn sein, dass du es bist, Hering? Der legendäre Jüngling, der die Kammer des Heiligen Schwertes betreten wird. Diese Kammer hat die Göttin uns Menschen hinterlassen, sagt man. Nur besondere Personen werden in dieses Geheimnis eingeweiht, von Generation zu Generation. Das Licht des göttlichen Schwertes vertreibt alles Böse. Ich werde erscheinen dem reinen Jüngling in dieser Gestalt am geheiligten Ort. Es begann vor einigen Tagen. Das Schwert, dessen Geheimnis sich so lange bewahrt hatte, begann zu leuchten. Als ich das Licht sah, traute ich meinen Augen nicht. Nicht im Traum hätte ich je daran gedacht, dass ich diese Prophezeiung Zeit meines Lebens erfüllen würde. Es ist, wie es die Prophezeiung sagt. Ein Jüngling wird führen das Schwert. Beinahe noch ein Kind wird er doch beschützt von der heiligen Kraft. Die mündlichen Überlieferungen der Menschen sind so unzuverlässig. Von der Offenbarung, die dein Urahn empfing, ist ein großer Teil bereits verloren gegangen. Okay. Erwählt von der Göttin der Jüngling, der zieht das heilige Schwert und über es gebietet mit starkem Geist. Kind des Schicksals, erwählt vor dem Schatten großer Gefahr. Er wird tragen die Seele des Schwerts, überwinden die Wolken und von dort hinabsteigen, gemeinsam mit der heiligen Maid das Land erleuchten. Heilige Maid! Ding, 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 ding! In einem alten Buch meines Vaters habe ich von einem Ort gelesen, der Erdland heißt und viel größer sein soll als unsere Welt. Hinabsteigen und so. Ach so, er checkt's gerade, okay. Gebieter, du wurdest erwählt von der Göttin, meiner Schöpferin, um ihren Auftrag zu vollenden. Um die heilige Maid, um Zelda wiederzusehen, musst du das Wolkenmeer überqueren, musst hinabsteigen in die weite Welt, weit entfernt von hier. Du musst dich ins Erdland begeben. Aber das Erdland ist tabu für uns Menschen. Um dorthin zu gelangen, muss man die Wolken durchqueren, hat sie doch gerade gesagt.
Noch nie ist dies jemandem gelungen. Seltsames Buch? Eine Tafel. Ich wollte gerade sagen, gibt es uns eine Gebrauchsanleitung? Auf dieser Tafel ist der Weg ins Erdland niedergeschrieben, also doch eine Gebrauchsanleitung. Nimm sie und platziere sie auf dem Altar in dieser Kammer. Du hast die Smaragdtafel erhalten. Sie ist aus schwerem Stein gefertigt und scheint sehr alt zu sein. Hoppla, hab sie fallen lassen. Gebieter, richte nun den Himmelsstrahl auf das Wappen an der Wand. Der Himmelsstrahl entsteht aus der Kraft, die sich sammelt, wenn du dein Schwert gen Himmel streckst. Schwinge dein Schwert in Richtung des Wappens, sobald sich der Himmelsstrahl aufgeladen hat. Okay. Moment. Katze macht komische Sachen. So, ich dachte, Moment, erstmal Tafel platzieren oder so, ne? So, zack. Nee, nicht zack. Hä? Oder muss ich erst Ausrüstung? Muss ich das Ding irgendwo anwählen? Nee, Smaragdtafel. Diese uralte Tafel eröffnet dir den Weg zum Waldreich von Firone. Achso, es gibt doch mehrere Tafeln. Anscheinend, naja, 4 Stück, gehen wir mal davon aus. Also auch gleich 4 Welten oder so? Ich weiß nicht genau. So. Und nu? Ah! Aha! Aha, mein Schwert leuchtet. Mein Schwert. Ah, cool. Okay. Okay. Hab's mehr oder weniger verstanden. Schwert nach oben strecken ist cool. So. Ah, und da muss jetzt die Tafel rein. Okay, kapiert. So, bitte Tafel reinstecken. Genau. Schöne große Tafel. Ah ja, und da ist auch noch Platz für die anderen 3. Mhm. So. Und nü? Ein Strahl, ein Licht, ein glänzender Schein weist uns den Weg. Nach unten. Ein grünlicher Schimmer. Ja, schön. Okay, Gebieter. Das Siegel der Göttin hat bisher verhindert, dass Menschen das Wolkenmeer verlassen konnten. Nun hat sich dieses Siegel an einer Stelle geöffnet, sodass du passieren kannst. Dort musst du hin. Ich erkenne dich als rechtmäßigen Gebieter an. Ich ruhe in deinem Schwert und bin somit stets an deiner Seite. Drücke das digitale Steuerkreuz, um mich zu rufen, wenn du Lust hast. Ja, ist klar. Okay, unsere neue Midna, Navy, whatever. Hering, ich weiß nicht, was mit dem Schatten großer Gefahr gemeint ist. Aber es klingt nach einer großen Herausforderung für euch. Nein, es klingt mehr nach großer Gefahr, aber ist okay. Wenn Feis Worte wahr sind, dann ist Zelda am Leben. Sie lebt. Du musst sie finden und dich zugleich deinem Schicksal stellen. Hering, niemand weiß, welche Prüfungen das Schicksal für dich vorgesehen hat. Doch versprich mir, meine Tochter, versprich mir, Zelda zu retten. Beweise mir, dass die Offenbarungen tatsächlich wahr sind. Ich bitte dich, Hering. Ich will nicht. Computer sagt nein. Das klingt schwierig. Ja, ich werde das schaffen, ist doch klar. Ich will dir glauben. Hab Dank, Hering. Ja, ja, ja. Du kannst mir ruhig danken. Und so weiter und so fort. Huldigt mir alle. Es wird schon hell. Diese Nacht war sehr lang für uns. Mit diesen Kleidern kannst du deine Reise nicht antreten, Hering. Da du die Vogelreiterzeremonie bestanden hast, habe ich ein neues Gewand für dich. Ah ja. Mit ihm bist du auch für eine längere Reise gut gerüstet. Am besten du ziehst es morgen gleich an. Genau. Aber erstmal schlafen gehen. Jo. Ganz viel und tief und fest schlafen. Das ist eine gute Idee. Ja, ja, ja. Möchtest du das Spiel speichern? Das wollen wir doch glatt mal an dieser Stelle. Und dann beende ich das Let's Play wieder an dieser Stelle? Nein, natürlich nicht. Ich spiele jetzt noch ein bisschen. Oh, altbekannte Klamotten. Ja. Okay, jetzt sind wir ganz eindeutig ein Link. Ja. Das diesjährige Gewand der Ritter. Als ich die Farbe das erste Mal sah, war ich ein wenig skeptisch.
Aber wie ich sehe, steht es dir ganz vorzüglich, Hering. Wow, sehen wir cool aus. So richtig schön linkmäßig. Pass auf dich auf und vielleicht solltest du im Dorf ein paar Reisevorbereitungen treffen. Ich selbst kann nichts tun, als in meiner Stube die alten Schriften erneut zu studieren. Solltest du mich suchen, kannst du mich dort finden. Ich bete dafür, dass es meiner Tochter gut geht. Und dass ich wohlbehalten zurückkomme, oder? 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 Manjamor. Ich hörte, dass der Schwertmeister Bedenken bezüglich deiner Reise hat. Vielleicht solltest du vor deinem Aufbruch nochmal kurz bei der Übungshalle vorbeischauen und mit ihm reden? Hering, ich vertraue dir. Finde Zelda. Ach, so schnell hat sie jetzt rumgesprochen, ja? Der Alte hat mal wieder alles rumerzählt, ist klar. Wir schlafen irgendwie, um uns noch ein bisschen zu erholen und... Hering! Und der erzählt es überall in der Stadt rum. Als ob das sein müsste.